Kennt ihr das? Ihr liegt auf eurem Sofa, starrt die Wand an und überlegt euch, was ihr alles Cooles machen könntet mit dem Tag. Aber ihr schafft es gleichzeitig nicht, euch aufzuraffen. Boah, nice. Ah ja, so oder so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn man die folgenden Spiele spielen möchte. Denn ich habe es mal wieder auf mich genommen, die freie Welt der VR-Spiele zu durchforsten, also Spiele, die kostenfrei sind. Und Leute, ich kann euch sagen, ich habe Dinge gesehen. The Internet is really, really great. Yeah. VR Games. In diesem Video geht es um Walkthrough-Games, also Games, bei denen man relativ wenig denken oder reagieren muss. Aber erstmal eine Auflistung der ganzen Spiele, die ich gefunden habe, in alphabetischer Reihenfolge. Also, macht Platz auf eurer Festplatte und los geht's. Adventure Climb VR. In diesem Spiel versucht man möglichst schnell eine Strecke einen Berg entlang zu hangeln. Und ja, hangeln, denn seine Füße kann man ja nicht benutzen und dementsprechend ist das Spiel verständlicherweise nicht besonders realistisch. Dabei nervt am meisten der Hubschrauber, der ständig über einen schwebt und auch der Charakter, der halt immer wieder sehr laut schnauft, was einen doch irgendwie irritiert, weil man glaubt, dass man gleich abstürzt, aber letztendlich hat es gar keinen Einfluss auf das Spiel. The Body VR. Man reist durch seinen Körper. Anfangs war ich davon noch schwer begeistert, aber mit fortschreitender Zeit des Videos merkt man doch, dass die Texturen und Modelle halt immer und immer ungenauer werden und irgendwann hatte ich auch wirklich gar keine Lust mehr, den Erklärungen zu folgen. Allerdings, wenn ihr gut Englisch könnt, würde ich euch empfehlen, das auf Englisch zu spielen, weil der Sprecher doch noch um einiges angenehmer ist. Capcom. In diesem Spiel ist man ein Operator eines Planetariums und man kann sich halt wie in einem Planetarium den Sternenhimmel ansehen oder auch unterschiedliche Filme abspielen lassen. Dafür hat man dann auch Kassetten auf dem Tisch stehen, die man sich auswählen kann. Also dieser Operatortisch ist auch mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet worden. Dann gibt es noch eine Kassette mit einem Film, den man einfach nochmal zusätzlich runterladen muss, weil der einfach nochmal 2,5 GB groß ist. In diesem Film geht es um die Raumstation Mir und ehrlich gesagt war der sehr informativ und hat mich auch ziemlich vom Hocker gehauen. Ja, apropos vom Hocker hauen. Ich kann euch nur empfehlen, das Spiel im Sitzen zu spielen. Denn mein Hirn hat sich geweigert zu glauben, dass ich mich in einem Planetarium befinde, sondern der Himmel wie immer eben fest ist, was bedeutet hat, dass ich an meinem kleinen Tisch wie wild durch die Gegend geflogen bin. Kann ich echt nicht so empfehlen. Cosmic Sugar. Hier manipuliert man eigentlich einfach nur Partikel in einem Raum. Ich fand das aber überraschend entspannend, auch zusätzlich mit der entspannenden Musik. The Dawn of Art. Ganz ehrlich, die Tour, die virtuelle Tour durch die Höhle war super lahm. Wartet! Da gibt's doch noch auch ein Video. Das ist sogar interaktiver als die virtuelle Tour selbst. Und meine Fresse. Aber schaut selbst. Here again, the artist uses the relief of the rock wall to reveal its shapes. We are attentive to their every movement, to their every breath. The very essence of these creatures has been captured by people who were chosen to go into the cave and to bring our beliefs to life by drawing them. The animals we've hunted, eaten, whose skins and furs we've used for clothing. We have observed them for a long time. Also. Dreams of Dali. Das Spiel hat mir überraschend gut gefallen.
Aber erstmal zur Steuerung. Steuern tut man, indem man unterschiedliche weiße Sphären, die es gibt in dem Spiel, mit in Augen anvisiert. Das bedeutet, seine Controller braucht man gar nicht. Was ich ehrlich gesagt für dieses Spielkonzept ziemlich genial finde. Hier kann man sich durch ein Bild von Dali porten, zu dem halt auch noch einige neue Installationen hinzugefügt wurden. Und währenddessen hört man Ausschnitte von Mitschriften von Dali. Für mich war das Spiel persönlich ziemlich inspirierend. Galactic Center. Neben einem schwarzen Loch zeigt diese Simulation eine seiner wichtigsten Nahrungsquellen, Sternwinde, die von Sternen, die das schwarze Loch umkreisen, in den Weltraum geblasen werden. Diese Sternwinde prallen aufeinander und heizen das Windmaterial auf Temperaturen auf, die so heiß sind, zig Millionen Grad, dass sie in Röntgenstrahlung glühen. Und das habe ich auf keinen Fall einfach von der Storepage übersetzt. Außerdem kann man in diesem Spiel auch sich den Zeitverlauf über mehrere Jahrhunderte anzeigen lassen und auch bestimmen, wie viele Partikel man sehen möchte, wenn einem dabei nicht der Arbeitsspeicher in die Knie geht. GeoGuess. Wie das Spiel GeoGuessr im Webbrowser ist dieses Spiel eben auch auf Street View von Google Earth VR aufbauend. Eigentlich ist es auch echt ganz cool, weil man da einfach auch mal sich so ein paar Orte ansehen kann, die man sich vielleicht nicht angesehen hätte, wenn denn die Bandbreite mitmachen würde. Google Earth VR. Eigentlich hatte ich Google Earth VR schon mal ausprobiert und eigentlich für mich als nutzlos befunden, ihm aber im Zuge dieses Spiels jetzt noch eine zweite Chance gegeben. Und ganz ehrlich, so schlecht ist es gar nicht. Man kann zum Beispiel seine alte Hochschule besuchen oder den Park, den man so vermisst. Wenn er nicht meine Band... Meet the Miner. Das Spiel ist mit dem WDR entstanden und naturgemäß hatte ich da jetzt auch höhere Erwartungen. In diesem Spiel erlebt man den Tag eines Bergarbeiters von vor 100 Jahren. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das daran liegt, dass ich schon unter Tage mir das halt eben schon angesehen habe und auch schon durch Stollen vom 13. bis zum 18. Jahrhundert gekraxelt bin, aber so wirklich begeistert mich das Spiel nicht. Außerdem konnte ich das Spiel nachträglich nicht auf Deutsch stellen, weil mein Steam Store ist auf Englisch gestellt, was bedeutet, das Spiel wurde für mich auch nur auf Englisch runtergeladen. Octopus Bar. Ja, also, man ist halt in der Bar, die von einem Oktopus geführt wird und der einzige andere Gast ist eine Kröte. Boah, keine Ahnung warum, aber das Spiel fand ich einfach mega. Polydome. Hier hat man drei unterschiedliche Bausteine, die einfach unterschiedliche Sounds erzeugen können, gepaart mit eben einem Soundtrack im Hintergrund, den man eh schon hat und damit aber leicht variieren kann. Das Spiel ist auch noch im Early Access, also werden wohl noch einige Bausteine so dazukommen und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann echt unterhaltsam werden kann. So war ich halt nach 5 Minuten eigentlich schon fertig mit dem Spiel. Außerdem gibt es da noch so einen anderen Raum, wo man seine Stimme aufnehmen und loopen kann. Jetzt kann ich aber halt nicht singen. Deshalb habe ich jetzt einfach mal so nachgestellt, wie es in meinem Kopf aussieht. Reflect Horizons. Das Spiel bekommt bei mir schon Abzug in der A-Note. Dass sich Steam beschwert, dass ich kein Binding für die Controller habe und ich einfach ewig gebraucht habe zu verstehen, dass es daran liegt, dass es einfach in diesem Spiel keine Controller gebraucht werden. Denn man steigt, das Einzige, was man in diesem Spiel macht, man steigt nur sehr, sehr langsam eine Kuppel nach oben. Weshalb ich das Spiel dann auch die meiste Zeit so gespielt habe. Versailles VR. Leute, dieses Spiel ist ungeheure 7 GB groß. Leute,
Ich lebe hier in der Datenwüste Deutschland. Was glaubt ihr denn, wie viel Bock ich darauf habe, ein freies Spiel mit 7 Gigabyte zu testen? Mit miserablen Bewertungen, wenn ich gerade mal mit Glück 1 Megabyte Download habe? Ja, okay, also die Idee, finde ich, hat schon viel Potenzial. Leider merkt man halt im Pfusch an jeder Ecke und an jedem Ende. Warum man sich manche Gegenstände genauer ansehen kann, verstehe ich auch überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil sie sich bei denen einfach mal Mühe gemacht haben, sie ordentlich in 3D zu modellieren. Ja, im Menü gibt es übrigens noch ein Feld, wo man automatische Erklärungen anmachen kann. Dann bekommt man auch noch so ein bisschen Text mit dazu, in welchem Raum man sich gerade befindet, was automatisch aber gar nicht angemacht ist. The VR Museum of Fine Art. Ein Museum mit sehr berühmten Kunstwerken, davon aber gar nicht mal viele. Waltz of the Wizard. Dieses Spiel werden vermutlich schon einige kennen, da es das schon eine ganze Weile gibt, aber es auch ganz gut gemacht ist. In diesem Spiel gibt man 3 Zutaten in einen Topf und kann dadurch Zaubersprüche erschaffen, mit denen man danach dann halt rumschwingen kann. Nur Leute, wenn ihr ein relaxtes Spiel spielen wollt, benutzt einfach nicht das Xylophon. Webb VR Space Telescope. Man lernt einiges über das James Webb Space Telescope und kann zu den Planeten in unserem Sonnensystem reisen. Die Erde dabei zu beobachten, wie sie von Tag zu Nacht wechselt und andersrum, ist auch echt ziemlich cool. Außerdem gibt es da noch das süße Detail, dass die Mir in regelmäßigen Abständen an einem vorbeifliegt. Jetzt ist natürlich die Frage, welches der Spiele lohnt sich am meisten, und dafür habe ich unterschiedliche Kategorien aufgemacht. Die erste davon ist, welches war most relaxing? Und da muss ich sagen, würde ich Cosmic Sugar sagen, auch wenn man da gar nicht viel tut, aber ich finde es total entspannend, eben diese Partikel anzugucken mit dieser entspannenden Musik und die halt ein bisschen zu manipulieren. Und wenn man sich das Spiel hinterher auch noch kauft, hat man wahrscheinlich auch noch so viel mehr Möglichkeiten. Deswegen, also ein sehr einfaches Spiel, aber trotzdem total entspannend. Dann gibt es noch die Kategorie am inspirierendsten. Da würde ich sagen Dreams of Dali. Das Spiel hat mich auch sehr überrascht. Ich dachte erst, mir wird es nicht gefallen, aber ich fand das doch gut, wie man einfach nochmal auf eine andere Art und Weise ein Kunstwerk zugänglich machen kann. Ich bin eh jetzt keine dieser Kunst ist Quatsch, sondern ich bin auch sehr kunstaffin, aber für mich war das trotzdem nochmal toll, so eine neue Perspektive zu haben und auch irgendwie zu gucken, was man mit VR nochmal machen kann. Dann die nächste Kategorie ist, welches Spiel war am informativsten? Und da muss ich sagen, war Capcom am informativsten. Das war das Spiel mit dem Planetarium. Und ihr merkt schon, ich muss nochmal erklären, welches Spiel das ist. Also den Titel finde ich einfach unterirdisch unattraktiv, muss ich schon sagen. Aber das Spiel hat schon extrem viele Informationen einem an den Kopf geworfen, aber auch in einem Pacing, dass man das gut verarbeiten konnte. Wenn ihr allerdings Probleme habt mit Motion Sickness oder Astronomie öde findet, dann würde ich euch The Dawn of Art empfehlen. Das ist übrigens auch mein Spiel, was ich am besten fand, generell so als Walkthrough-Game. Also für mich war das so das klassische Walkthrough-Game. Ein bisschen weniger interaktiv, aber man konnte schon in dem Video interagieren und das war einfach so unfassbar. Habe ich schon erwähnt, wie geil ich das Video finde? Ja, dann habe ich noch die Kategorie aufgemacht, Zero Vibes, also Spiele, die jetzt nichts so für mich sind. Und dominiert sind da Adventure Climb VR, Versailles VR, Reflect Horizons und Meet the Miner, weil die Spiele haben mich einfach nicht abgeholt. Aber den Titel kriegt letztendlich The VR Museum of Fine Art, weil ich wirklich nicht so verstehe, warum man Kunstwerke nochmal in VR importieren muss, ohne jetzt so ein noch was dazu zu tun, wie jetzt bei Dreams of Dali, weil dann hat man da halt die Mona Lisa, aber die kann ich mir doch an meinem Bildschirm mit einer viel deutlich besseren Bildqualität angucken als jetzt in VR. Deswegen habe ich jetzt das Game wirklich nicht so verstanden. Ja, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wenn ja, ihr wisst, wie man den Algorithmus füttert. Wir sehen uns das nächste Mal.